Der Ender 4 ist endlich zerlegt und das bedeutet natürlich nur eins, von nun an geht's bergauf. Wir bauen den Low-Budget-Buron auf und wir beginnen heute damit, die Aluminiumprofile zurechtzusägen. Denn diese sind natürlich viel zu lang. Ich habe euch im letzten Video gesagt, auf welche Längen wir das Ganze schneiden müssen. Und genau aus diesem Grund steht diese wunderschöne Einheld TCSM 254 neben mir. Mit der habe ich schon die Querstreben, die Stützstreben für das Ultra Enclosure geschnitten. Wer das nicht verpassen will, abonniert den Kanal. Da kommt auch bald ein Video und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum und starten direkt durch. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute fangen wir endlich mit dem Aufbau des Low-Budget-Voron an, genauer gesagt mit dem Rahmen. Wir haben noch ein bisschen was an Arbeit vor uns, bevor wir wirklich komplett anfangen können, den Voron zusammenzubauen, denn die Profile, die wir aus dem Ender 4 geklaut haben, müssen natürlich noch auf irgendeine Art und Weise gekürzt werden, damit sie genau auf die Maße passen, die das Voron-Design-Team vorgegeben hat. Deswegen habe ich hier diese schöne Kapp- und Gärungssäge neben mir stehen. Ich habe auch extra ein passendes Sägeblatt besorgt. Ich hatte schon eine Kapp- und Gärungssäge, die war aber nicht mehr vertrauenswürdig für solche Arbeiten, sage ich einfach mal. Da hatte ich schon ein Sägeblatt, das hat aber nicht gepasst, deswegen habe ich ein neues besorgt. Das ist jetzt hier drauf und jetzt können wir endlich loslegen. Yay! Noch ein kleiner Teaser, bevor wir losgehen. Ich habe euch, glaube ich, in einem der letzten Videos erklärt, genauer gesagt im ersten, warum ich dann den Ender 4 in die Ecke gestellt habe und nicht mehr angerührt habe und habe gesagt, ich finde das Netzteil nicht mehr, was mir um die Ohren geflogen ist. Ich habe beim Aufräumen das Netzteil gefunden. Und ich halte es mal hier oben in die Kamera. Ihr fragt euch jetzt so, Maggie, hä, wo kommt jetzt die Kamera da oben her? Es gibt ein Studio-Umbau-Video. Ist nicht viel. Beinhaltet das Ultra Enclosure, kommt auch jetzt so Anfang 2023. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie schnell ich es geschnitten bekomme. Auf jeden Fall nach dem Low-Budget-Voron-Video. Und da werde ich dann zeigen, was ich alles umgebaut habe und warum wir jetzt auf einmal eine Top-Down-Kamera haben und warum ich aber mal kein Lavalier-Mic mehr habe, sondern ein Mikrofon hier oben direkt über mir sitzen habe, was den Ton, glaube ich, auch nochmal ein gutes Stück anhebt von der Qualität her. Und wenn ihr euch jetzt mal dieses Netzteil anguckt, um mal wieder auf den Punkt zurückzukommen, da seht ihr hier bei den Kondensatoren, da ist ordentlich was explodiert, ja. Und genau aus dem Grund habe ich gesagt, okay, die ganzen Netzteile von dem Ender 4 und von den ganzen Creality-Druckern und von den Billig-China-Druckern, die kommen alle raus und da werden ordentliche Netzteile eingebaut. Das ist auch der Grund, warum wir den Umbau machen. Erstens, wie gesagt, mit den ganzen Acrylteilen und allem drum und dran hat der Ender 4 nie wirklich richtig gut gedruckt. Und dann natürlich noch das Netzteil hier, was einem um die Ohren fliegt, braucht man nicht wirklich. Bevor wir aber weitermachen, habe ich noch eine kleine Bitte. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt bei solchen Projekten wie das hier, was nicht gerade günstig ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist für euch vollkommen kostenlos. Und wenn ihr den Kanal finanziell unterstützen wollt, findet ihr unten in der Videobeschreibung erstens einen Link zu meinem Buch, was ich geschrieben habe über Bitcoin und zum anderen natürlich einen Link zu Patreon. Da gibt es coole Belohnungen und ich würde mich tierisch freuen, euch dort auch begrüßen zu dürfen. Und in diesem Sinne machen wir mal weiter im Text. Ich setze mir die Ohrenschütze auf und wir schmeißen die Kreissäge an und dann geht's los.
So. Ja, die Profile sind geschnitten. Ich habe die auch noch mal ein bisschen aufgeräumt. Mich auch noch mal ein bisschen aufgeräumt. Und wir können weitermachen im Text. Ich bin soweit erstmal mit dem Ergebnis, was dabei rausgekommen ist, schon ziemlich zufrieden, muss ich sagen. Die Profile sind jetzt deutlich genauer geschnitten als vorher. Vorher waren da 1 bis 2 Millimeter Versatz teilweise drin, was ich so im Nachgang erst gesehen habe, als ich das Teil zerlegt hatte. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass das ein oder andere Profil entweder schief ist oder halt, leicht gebogen ist. Das sieht man daran, dass die Profile unten zusammen sind und oben dann so ein bisschen auseinanderlaufen. Ich mache es jetzt übertrieben halt so in die Richtung. Es ist natürlich ein bisschen schade, aber es wird uns nicht dran hindern, den Drucker bauen zu können. Gerade geschnitten sind es auf jeden Fall alle. Und mit dem Ergebnis, glaube ich, bin ich mehr als zufrieden, denn so sind sie besser als vorher. Der nächste Schritt ist jetzt natürlich zu sagen, okay, ich gehe hin und nehme mir meinen Gewindeschneider, ich habe hier ein bisschen Schneidöl und dann fangen wir an, einfach die ganzen Profile, die wir jetzt brauchen, erstmals, um den Rahmen zu bauen, die jetzt erstmal zu schneiden. Zumindest auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssten sie ja noch geschnitten sein. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, genau richtig, auf der Seite sind sie noch geschnitten, auf der Seite noch nicht. Ich würde sagen, ich gebe Gas, damit wir das noch heute noch fertig kriegen. Ich habe jetzt die Mörderaufgabe geschafft und habe alle Profile mit einem M5-Gewinde versehen. Das bedeutet, wir können jetzt anfangen, endlich den Rahmen zusammenzubauen. Ich bin begeistert. Ich switch in die Zeitrafferaufnahme und wir sehen uns gleich wieder. Das wird noch ein bisschen Arbeit. Und da ist die erste Version vom Rahmen auch schon fertig. Warum erste Version? Nun, ich merke natürlich schon, dass ich den jetzt so schnell zusammengezimmert habe, dass das ein oder andere nicht ganz so hundertprozentig gerade ist.
Und ich habe auch gemerkt beim Zusammenbauen, dass das ein oder andere Loch fehlt, gerade hier unten bei den Doppelstreben. Das werde ich natürlich im Nachgang nochmal richten, damit wir beim nächsten Video direkt anfangen können mit der Elektronik. Und ihr könnt jetzt mal unten in die Kommentare schreiben, wie euch das Projekt gefällt, ob ihr euch auch sowas bauen würdet. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wenn ihr den Kanal unterstützen wollt, findet ihr in der Videobeschreibung den Link zu meinem Buch da hinten in der Ecke, als auch zu Patreon. Das würde mich auch tierisch freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Hodl the Line, Happy Printing und ciao.